Was läuft in der Asylpolitik Österreichs falsch? Wir haben seit mindestens über 10 Jahren eine katastrophale Entwicklung im Bereich der Asylpolitik, wo nämlich eines sichtbar geworden ist. Wir haben mindestens 17.500 Antragsteller pro Jahr, manchmal auch über 20.000, wo eines sichtbar geworden ist, dass viele aus sicheren Drittstaaten zu uns kommen. Das heißt, Hausnummer, aus Tschetschenien reisen Menschen aus, die angeblich verfolgt sind. Die reisen durch unzählige sichere Länder, wo sie einen Asylantrag stellen könnten, tun das aber nicht, weil sie offenbar in das Asylparadies Österreich kommen wollen. Und in Österreich wird dann dieser Mensch, der über einen sicheren Drittstaat kommt, aufgenommen und den Antrag, den er stellt, der wird geprüft, obwohl das laut Dublin II, einem Europäischen Unionsgesetz, gar nicht notwendig ist. Im Gegenteil, dort steht nämlich verankert drinnen, dass ein Staat das Recht hat, einen Bürger, der über einen sicheren Drittstaat zu uns kommt, dorthin zurückzuschicken, weil er dort das Recht hat auf eine Antragsprüfung. Und das wird schon einmal umgangen und damit erleben wir schon einmal Asylmissbrauch, der von der Regierung offenbar gedeckt wird, ja unterstützt wird. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und wenn dann österreichische Gerichte diese Asylanträge prüfen, dann werden bei 17.500 Asylanträgen im letzten Jahr 80% rechtskräftig abgelehnt, weil diese Menschen keinen Asylgrund haben. Das zeigt, hier wird Missbrauch versucht. Hier gibt es oftmals falsche Angaben. Das beginnt beim Namen, beim falschen Geburtsdatum, beim falschen Land, ein Verfolgungsgrund, der gar nicht gestimmt hat und vieles mehr. Das heißt, der Missbrauch, der Asylmissbrauch ist offenkundig und wird nicht abgestellt. Das heißt, hier gibt es offenbar eine Asylindustrie im Hintergrund, die gutes Geschäft damit macht. Und die offenbar damit verdient und Vereinsstrukturen und Angestelltenstrukturen aufrechterhält mit den Steuergeldern der Österreicherinnen und Österreicher, worauf wir seit Jahren hinweisen und das abstellen wollen, aber die Regierung das nicht tut. Und würden wir hier diesen Missbrauch abstellen, dann hätten wir heute ganz andere Kapazitäten für wirklich verfolgte Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchen und nicht für Asylmissbraucher. Und ich sage daher, es gibt eine Asylmafia, es gibt Asylmissbrauch, es gibt Schlepperbanden, es gibt auch radikale Islamisten, die sogar versuchen, jetzt über das Asylrecht sich wieder in das Land hereinzuschmuggeln und dann in diesem Land offenbar radikale islamistische Strukturen wieder aufzubauen und vielleicht sogar Terrorismus zu leben. Also wir haben hier endlich wirklich dagegen zu steuern. Und die Freiheitliche Partei ist die einzige Partei, die seit Jahren auf diese Missstände aufmerksam macht und diese bereit ist abzustellen. Das schaffen wir aber nur mit der entsprechenden Kraft und Unterstützung durch die Bevölkerung. Was fordert die FPÖ konkret? Dass erstens einmal jeder, der aus einem sicheren Drittstaat kommt und einen Antrag hier stellt, dieser Antrag gar nicht geprüft wird, sondern das Dublin-II-Gesetz umgesetzt wird und derjenige in das sichere Drittland zurückgeschickt wird und dort seinem Rechtsanspruch auf Antragsprüfung nachkommt. Dann natürlich die strikte Umsetzung auch der Gesetze. Wenn jemand rechtskräftig von österreichischen Gerichten abgelehnt wurde mit seinem Asylantrag, dann hat er das Land auch zu verlassen, in sein Heimatland zurückzugehen. Auch ganz klar und deutlich, Asyl kann es nicht für Mörder und für Terroristen geben. Auch hier ist klar und deutlich, endlich auch das sicherzustellen. Wir erleben immer wieder hier Entwicklungen, wo offenbar leider Gottes das Rechtssystem bis dato versagt, beziehungsweise die Politik versagt. Also hier ist viel zu tun, die Schlepperbanden entsprechend auch noch härter bestrafen, Grenzkontrollen sicherzustellen. Also da sind viele Maßnahmen notwendig, aber natürlich auch einmal aufzuzeigen, dass die NGOs hier sehr, sehr einseitig eine Asylpolitik betreiben und wegschauen, wenn es darum geht, dass leider Gottes viele Asylwerber Kriminelle geworden sind. Das heißt, vielleicht sind sie gar nicht Kriminelle geworden, sondern waren schon in ihrem Land kriminell und sind dann unter dem Deckmantel Asyl zu uns gekommen und gehen hier weiter der Kriminalität nach, teilweise auch der organisierten Kriminalität, wenn es um Drogenhandel, um Prostitution, auch um Einbruch und andere kriminelle Vorgänge geht. Und da kann man und darf man nicht wegschauen. Wir tun das nicht, aber hier schauen offenbar einige ideologisch motiviert weg und da ist die Bevölkerung zu Recht empört. Hat Österreich die Aufnahmekapazitäten bei Flüchtlingen bereits ausgeschöpft? Ja, wichtig ist einmal festzuhalten, Österreich hat mehr Asylwerber aufgenommen als Australien. Wir liegen im Spitzenfeld. Ja. Wir haben ja seit dem Jahr 1945, seit Kriegsende, über 1,3 Millionen Menschen, Flüchtlinge aufgenommen. Also Österreich hat sich hier nichts vorzuwerfen. Wir haben Großartiges geleistet, wenn es um Nachbarschaftshilfe geht, wenn es darum geht, dass während der Tschechenkrise, der Ungarnkrise, aber auch im ehemaligen Jugoslawien ein Krieg vorhanden war, hunderttausende Menschen hier bei uns aufgenommen und geholfen. Das ist die Nachbarschaftshilfe, wie man sich das vorstellt. Und natürlich kann Österreich
Österreich, aber auch Europa nicht die Probleme dieser Welt lösen, indem man aus allen Problemregionen der Welt die Menschen nach Österreich oder nach Europa holt. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen vor Ort helfen und wir müssen den Nachbarstaaten von Krisenregionen helfen. Dort hat auch die Nachbarschaftshilfe stattzufinden und wir haben dort mit Ressourcen, mit medizinischer Hilfe, mit Gewand, mit Nahrungsmittel, mit Medikamenten letztlich auch der Bevölkerung zur Seite zu stehen und Krisen vor Ort zu bereinigen, damit die Bevölkerung dort in Frieden und Sicherheit leben kann. Und aktuell erleben wir das ja auch im Konflikt im Nahen Osten. Wo sind denn die 63 islamischen Staaten, die ihrer Verantwortung eben leider in vielen Bereichen nicht nachkommen, wenn es um islamische, muslimische Flüchtlinge geht? Da ist großes Schweigen angesagt. Und wir haben da in erster Linie eine Verantwortung gegenüber Christen, die verfolgt werden in der Region, die nämlich dort keinen Schutz vorfinden. Das wäre unsere Verantwortung und die islamische Welt hätte die Verantwortung, muslimische Flüchtlinge auch zu betreuen und wir natürlich vor Ort auch mit Ressourcen unterstützend einzugreifen und natürlich in erster Linie auch Frauen und Kinder, aber auch alle Witten, die in den Bereichen bis hin zu den Kurden natürlich massiv bedroht sind. Warum sollen Asylwerber nicht arbeiten dürfen? Ja, ganz klar, weil wir ja heute schon eine gute neue Gesetzesänderung haben mit dem Asylgerichtshof. Es wird im Durchschnitt nach 6 Monaten, wenn 80% aller Asylanträge auch rechtskräftig geprüft und es gibt einen Bescheid. Und das heißt, in den ersten 6 Monaten soll der Asylwerber nicht arbeiten können, bis dieser Bescheid da ist, ob ihm Asylstatus zusteht oder nicht. Und wenn 80% keinen Asylstatus haben, wären das reine Wirtschaftsflüchtlinge und das würde den Markt des Asylmissbrauchs und Betrugs weiter öffnen, nämlich für jene, die aus reinen wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen und nicht aufgrund einer Verfolgung. Und deshalb wäre es ja auch so wichtig, die EU-Außengrenzen erstens einmal anders zu schützen, zweitens dort auch Erstaufnahmezentren sicherzustellen für Asylwerber und natürlich auch mit Staaten außerhalb der Europäischen Union internationale Verträge abschließen, wenn es um Erstaufnahmezentren geht. Ja, dann würden wir uns viel ersparen. Und es ist ja auch den Menschen nicht zuzumuten, dass sie sich auf Schiffe begeben und dann diesen gefährlichen Weg nach Europa beschreiten, wo ja viele Tragödien sich schon abgespielt haben und viele Menschen ums Leben gekommen sind, die aus reinen wirtschaftlichen Motiven hierher kommen. Das ist nicht verkraftbar, das kann Europa auch nicht verkraften. Und da muss man auch klar und deutlich sagen, es hat sozusagen jede Aufnahme seine Grenze. Und ich glaube, die Grenzen sind da in Europa ziemlich ausgeschöpft.